Hallo und willkommen zu einem neuen MAI Taste Test am MAI Monday hier auf meinem Kanal. Es wird mal wieder Zeit, das letzte MAI Test Video ist eine ganze Weile her. Das habe ich tatsächlich noch in Portugal aufgenommen. Das war im Juni, Ende Mai, Anfang Juni, genau. Und ja, heute geht's weiter mit Menü Nummer 3, Beef Ravioli. Los geht's! Legen wir direkt los mit dem Inhalt des Pakets. Hier nochmal. Menü Nummer 3, Beef Ravioli. Paket ist leer. Das kommt in den Mülleimer. Gelber Sack natürlich. Und dann schauen wir direkt mal, was alles im Einzelnen drin ist. Einen Fudge Brownie. Kippert Beef Snack. Okay, kippert. Da muss ich gleich mal schauen, was das übersetzt heißt. Beef, natürlich ein Rindfleisch. Wird wahrscheinlich so ein Beef Jerky sein. Oh, da fällt schon was raus. Ja, wie geil. Ein kleines Tabasco-Fläschchen. Das mache ich nicht auf. Das hebe ich mir auf. Sondern da gehe ich den Tabasco von oben holen nachher. Und dann haben wir endlich mal ein neues Getränk. Lemon Lime. Super, da freue ich mich schon drauf. Dann haben wir Cheese Spread with Jalapenos. Ein Hot Beverage Bag. Den brauchen wir wie immer nicht. Einen Flameless Ration Heater, die vegetarischen Cracker, dann haben wir hier Applesauce with Raspberry Püree, also Apfelsauce mit Himbeerpüree, okay, Nachtisch, und ja, dann haben wir hier die Beef Ravioli in Meat Sauce, Rinder Ravioli in Fleischsoße, sehr schön. Accessory Pack können wir uns, glaube ich, dieses Mal auch sparen. Da haben wir drin Kaffee, da haben wir drin Kaugummis, den Creamer, Zucker, Toilettenpapier oder Papers allgemein, Streichhölzer und Salz. Das lasse ich zu, das packe ich, gebe ich mir auf für meinen Rucksack zu werfen, wenn ich mal unterwegs bin, habe ich immer alles beisammen. Und konzentrieren wir uns heute rein auf das Hauptessen, würde ich sagen. Naja, der Löffel ist natürlich auch dabei. Dann also loslegen mit den Beef Raviolis, dass die schon mal warm werden können. Flameless Ration Heater. Oben aufmachen, Ravioli rein. Ein Schluck Wasser drauf. Und ihr hört, da geht's schon los. Schnell in die Packung zurück. Und erstmal zur Seite stellen. Hier geht's weiter mit den Crackern, würde ich sagen. Das ist ja witzig. Auf der Rückseite von der Applesauce. Ist hier noch eine Postkarte aufgedruckt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Falls der Wolkenfänger zuschaut, Jürgen, willst du gewinnen? Eine Postkarte. Das Getränkepulver können wir allerdings schon mal machen. Für das Getränk brauchen wir 12 Unzen Wasser. Hier gehen definitiv 12 Unzen rein. Das heißt, hier jetzt erstmal Wasser rein. Jawohl, perfekt. Und dann das Lemon Lime Flavored No Fruit Juice Beverage Base Powder rein. Oh ja, riecht schon sehr, sehr zitronig. Und das kann ich jetzt auch gut schütteln. Ein bisschen rühren muss ich wahrscheinlich doch. Da sind noch ein paar Brötchen, die sich nicht ganz auflösen wollen. Aber die können wir auch noch. So, das erstmal zur Seite. Den Brownie und die Apfelsauce essen wir zum Nachtisch. So, dann haben wir hier wieder den Jalapeno-Käse. Den mal wieder ordentlich durchkneten, dass der sozusagen schön streichfähig wird. Dann die Kekse. Jemand hat mich letztes Mal gefragt, ob die wirklich vegetarisch wären.
Ich gucke jetzt mal nochmal die Zutaten durch. Mehl, Weizenmehl, Niacin, reduziertes Eisen, Thiamin, Mononitrate, Riboflavin, Folsäure, ich habe Shortening, das besteht aus partiell hydrogenisiertem Sojabohnenöl, granulierten Karotten, Hefe, Calciumcarbonat, Salz, Zucker, granulierten Zwiebeln, granulierten Red Bell Peppern, granulierten Grünen Bell Peppern, Sodiumbicarbonat, granulierter Sellerie, Kornstärke, granulierte Tomaten, Extrakt aus Malted Barley and Corn, Hydrolyzed Sojaprotein, Dextrose, Zwiebelpulver, utilisierte Hefextrakt, Gewürzen und Gewürzenextrakten. Also, scheint tatsächlich vegetarisch zu sein, sogar relativ viele Gemüsezutaten, sag ich mal. Mache ich die mal auf. Zack, da war wieder der nice little hiss, wie Steve 1989 MRI Info sagt. So, einmal Kekse. Und die haben auch wieder so ein Fettfilm hier drauf. Einmal aufreißen. Hier at Corner. So, die andere Ecke. Also ich krieg's nicht aufgerissen. Nicht auf geht das. Mit der Allzweckwaffe geht's immer. Und dann machen wir uns ein schönes Käsebrot. Einmal hier mit dem universal taktischen Einsatzlöffel verstreichen. Mahlzeit, Leute. Schön cremig, schöner Cheddar-Geschmack, leichte Schärfe, wie immer. Sehr geil. Allein wegen dem Käse lohnt sich das Ding fast immer. Da ihr das schon zu Genüge gesehen habt, melde ich mich gleich wieder, wenn die Ravioli soweit sind. Ja, der Heater hat eine Zeit lang geborgt, bis er in die Gänge gekommen ist. Und ja, ich lasse es einfach noch mal so ein bisschen länger. Es ist noch schön heiß, damit das einfach schön durchhält. Und dann probiere ich in der Zeit doch den Kipped Beef Snack aus. Und der ist nochmal extra verpackt. So sieht der aus. Bulls. Okay. Habe ich so noch nicht von gehört. Scheint aber so eine normale Handelsmarke zu sein. Mal dran riechen. Ah, also riecht rauchig süß, wie wenn ich Spare Ribs mache auf dem Smoker. Sieht so aus. Dann spreche ich mal durch. Na, schneid ihn an, damit wir mal direkt reinsehen. Ja, sieht nicht anders aus als hätte ich jetzt das Ende gezeigt. Dann heißt es mal probieren. Mahlzeit. Mhm. Lässt sich gut kauen. Zu süß ist es nicht. Das ist okay. Vom Geschmack her würde ich es wahrscheinlich vergleichen mit Jack Links Original. Von der Textur her, wie gesagt, also Fasern spürt man an der Stelle nicht mehr, wie bei normalen Beef Snacks, wo quasi wie getrocknete Roulade ist oder sowas. Den Rauch riecht man mehr, als dass man ihn schmeckt. Wenn man es so ein bisschen auseinanderbricht, sieht man auch so ganz kurze Fasern. Also es ist auf jeden Fall Fleisch, das geschnitten wurde und dann wieder in diese Form gepresst wurde. Persönlich mag ich das Original eigentlich am wenigsten. Entweder gepfeffert oder Teriyaki. Oder halt sogar eine Chili-Variante. Das da ist so, ja, hat es versucht, aber ist nichts draus geworden. Kaufen würde ich mir den so jedenfalls nicht. Probieren wir gleichzeitig mal das Lemon-Lime-Getränk. Kaum süß, könnte aber für mich ein Ticken saurer sein. Aber ein schöner Lemon- oder Zitronengeschmack. Passt. Definitiv besser als die Schlumpfpisse. Jetzt würde ich aber sagen, dürften die Beef Ravioli heiß genug sein. Das heißt, befreien wir die mal aus ihrem Gefängnis. So, da ist die Packung. Dann wieder hier in der Mitte aufreißen. Also ein bisschen feucht geworden.
Also irgendwie ist diese Packung, was das Aufreißen angeht, beschissen. Da haben wir die Beef Ravioli. Einmal die Packung ein bisschen abwischen. Heiß ist es auf jeden Fall. Hot, hot. Also es ist auf jeden Fall durchgängig heiß jetzt. Dann mal aufmachen. Das habe ich ja klasse hingekriegt. Ich sage ja, diese Packung ist echt, was das Aufmachen angeht, schissen. Und dann holen wir die Ravioli mal hier raus. Hier haben wir also jetzt die Beef Ravioli. Und wenn ich an Ravioli denke, denke ich immer an die Original Ravioli von Maggi aus der Dose. Die sind halt recht groß. Und hier haben wir wirklich kleine Raviolis drin, also die sind ungefähr so ein Viertel so groß wie eine normale Ravioli, die ich kenne und die ich erwartet hätte. Dann haben wir hier eine Tomatensoße. Man sieht hier schöne Hackfleischstücke hier drin. Zwiebeln lassen sich auch noch so ein bisschen erahnen. Ein paar Kräuter sind auch drin. Ja, da sieht man ein schönes Stück Zwiebel. Hier, jawohl. Und ja, hier ist schon meine große Flasche Tabasco. Einmal aufschütteln. Und ich probiere sie jetzt erstmal so. Und anschließend dann nochmal mit Tabasco, falls es mir nicht feurig genug ist. Mahlzeit, Leute. Ja, da sind sogar Paprikastücke drin. Also dieses Fleisch, dieses Hackfleisch, hat eine seltsame Konsistenz. Ich meine, ich habe schon alle möglichen Konsistenzen von Hackfleisch gehabt. Das aus dem Discounter, das hier, also diese, fast aussieht wie Spaghetti-Eis. Das ganz normale aus dem Supermarkt, von der Fleischtheke. Das dann auch eher so krümelig brät. Hier sind wir so kleine, ja, wie nennt sich diese Pellets? Ganz komische Textur, ich kann es nur sagen. Das Ganze ist sehr lasch gewürzt, muss man wirklich sagen. Das heißt, der Tabasco ist aus gutem Grund dabei. Und dann mache ich mir jetzt auch mal noch einen ordentlichen Spritzer hier drauf, um dann noch mal ein bisschen Geschmack dran zu bekommen. Klar, jetzt hat man natürlich die Tabasco, die Säure direkt in der Nase. Aber macht Fleisch wirklich um Welten besser. Leichte Schärfe, obwohl ich mir jetzt ordentlich was drauf gemacht habe. Ne, jetzt ist top. An der Konsistenz vom Fleisch ändert es natürlich nichts. Ich habe ganz vergessen, die Ravioli zu bewerten. Die Nudeln sind jetzt zu weich. Nicht weicher, als ich sie für so ein MAI erwartet hätte. Ich würde sagen, wenn man sie normal kocht, würde ich sagen eine Minute drüber. Aber selbst Ravioli aus der Dose sind eigentlich immer weich. Von daher vollkommen okay. Fleischfüllung ist auch in Ordnung für den Ravioli, diese Masse, die da drin ist. Nee, ist ein gutes Gericht. Ja, die Zwiebel kann man wirklich sogar noch so erkennen. Kräuter schmecke ich jetzt hier aber nicht großartig raus. Nochmal kurz schauen, Portionsgröße 227 Gramm. Würde ich sagen, auch wieder vollkommen okay mit den Crackern vorne weg. Ja Leute, das war echt lecker. Das sind echt gute Ravioli gewesen. Die Hackfleischsoße oder das Hackfleisch in der Soße. Leicht gewöhnungsbedürftig von der Konsistenz her, aber geschmacklich in Ordnung. Hat mir gefallen. Dann nochmal einen Schluck zu trinken. Bevor wir dann mit dem Nachtisch weitermachen. So. Abschluss macht der Fudge Brownie und die Applesauce. Den Brownie mal da oben links rein. Da haben wir hier 85 Gramm Brownie. Oh, stimmt. Na, der war letztes Mal schon so geil. Ist
ist mir da ein Stück in die Tomatensoße gefallen. Nicht schlimm. Da ist nochmal ein Absorberpäckchen hinten dran. Die Oberseite sieht dann noch sehr gut aus. Auf der Unterseite haben wir hier, das ist auskristallisierter Zucker. Dann hier die Apfelsoße mit dem Himbeerpüree und der Postkarte. Keine Ahnung, ob die warm oder kalt gegessen wird. Jetzt probieren wir es halt kalt. Also auf der einen Seite geht das Ding hier nicht auf. Hier haben wir also die Apfelsoße mit Himbeerpüree. Ich probiere es erstmal gerade so raus. Also schmeckt genauso wie Unterton ist definitiv der Apfelkompott, was sie hier Apfelsoße nennen. Ich würde es ein bisschen flüssiger als das, was wir bei im Supermarkt als Apfelkompott kaufen. Und ja, süß, schmeckt nach Apfel. Und oben drüber eine leichte Himbeernote. Das ist echt genial. Also schmeckt sehr lecker. Ich mach mal so einen kleinen Klecks hier hin. Weil das kriege ich dann nicht mehr so gut weggelöffelt. Eine schöne rote Farbe. Erinnert von der Farbe her eher an, Erdbeermarmelade. Dann mal hier so ein Stück Brownie. Erstmal so. Der ist richtig gut. Sehr süß. Was ich eben gesagt habe, man sieht unten den auskristallisierten Zucker. Den merkt man auch beim Kauen. Ist so, wie als ob man auf so einem Zuckerkorn eben rumkaut. Aber das ist ganz lecker, ey. Schokostückchen drin. Hier solche Schokostückchen sieht man auch hier überall. Geil. So, mal gerade beides hier so zusammen probieren. Das ist eine geile Kombi. Ungelogen. Ich weiß nicht, ob es so vorgesehen war, das Ganze so zusammen zu essen. Aber es ist eine geile Kombi. Apfel plus Schoko. Passt total. Himbeer noch dazu. Sehr cool. Dazu jetzt noch einen Kaffee, den ich mir jetzt erspare. Richtig geiler Nachtisch. Also danach pappsatt. Also ich werde den jetzt auch nicht ganz essen. Ich lasse meiner Frau noch ein Stück übrig. Auch von dem Himbeerpüree. Und ja, sehr geil. Also das da war ein Top-Menü eigentlich. Gab hier wirklich wenig auszusetzen. Die Ravioli vollkommen okay, lecker. Mit dem Tabasco sowieso. Der Beef-Snack von der Konsistenz her gut. War ein grundsolider Beef-Snack, also bitte nicht falsch verstehen. Da noch ein bisschen Pfeffer. Ich hätte mal auch ein bisschen Tabasco drauf machen können bei dem Beef-Snack. Dann wäre der Hammer gewesen. Was hatten wir noch? Ja, der Jalapeno und der Cracker sowieso. Und dann das hier als Nachtisch. Mörder. Sehr cool. Ja. Und vor allen Dingen kein Schlumpfpipi. Ich kann es nicht oft genug erwähnen. An der Stelle sind wir mit dem MAI-Test durch. Das war Menü Nummer 3. Und ja, demnächst gibt es dann Menü Nummer 4. Macht's gut. Ciao.